Der heutige Tag heißt Gründonnerstag oder Hoher Donnerstag. Ja, heute feiern wir die Messe vom letzten Abendmahl mit Fußwaschung, Einsetzung der Eucharistie und dann gehen wir mit Jesus in sein Leiden. Schwere Tage mit vielen Symbolen. Gottes Liebe zu uns erkennen wir als den Grundgedanken in allen Handlungen. Bitten wir um die Gnade Gottes, in dieser Liebe zu bleiben und unserem Leben Sinn und Kraft zu schenken. So beginnen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir geben, was wir haben. Das können wir oft mit gewisser Leichtigkeit tun. Aber können wir geben, was wir sind? Das ist sehr schwierig. Dazu muss man sehr mutig sein. Jesus konnte das. Er gab uns und der Welt, was er war. Sein Leben mit der Fülle der Liebe und Kraft. Heute, am Gründonnerstag, feiern wir diesen mutigen Schritt Gottes. Ja, Eucharistie ist deshalb eine ganz große und besondere Quelle der Kraft. Ihre Kraft liegt in der Hingabe Jesu Christi an uns. Geschichten mancher Heiligen in der Kirche sagen uns, dass sie nur aus der Kraft der Eucharistie gelebt haben. Jeder weiß, für eine komplette Nahrung war eine kleine Hostie nicht ausreichend. Aber woher konnten diese Menschen die Kraft für ihr Leben empfangen? Aus Gott selbst. Das ist die Kraft der Liebe. Es klingt manchmal unglaublich. Kann ein Mensch so leben? Oder wie viel Kalorien braucht ein erwachsener Mensch täglich? Eine einfache Antwort dazu gibt es nicht, weil es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Jugendlichen und Erwachsenen gibt. Wir brauchen durchschnittlich zwischen 1700 und 3100 Kalorien täglich. Aber es gibt Ausnahmen. Wir haben nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei Bilder gesehen, wie die Rettungskräfte Menschen gerettet haben. Dazu gehört auch folgende Meldung. Ein 5 Monate altes Baby ist 134 Stunden nach dem Erdbeben in der Türkei gerettet worden. Noch einige Kinder und ältere Menschen wurden ebenso gerettet, was eigentlich nach unserem Wissen nicht möglich ist. Warum? Menschen können einige Zeit ohne Essen leben, aber ohne zu trinken kann man nicht so viele Stunden überleben. Ja, bis zu 3 Tage kann man ohne Flüssigkeit überleben, aber danach wird es schwieriger. Dennoch haben sogar kleine Kinder 5 Tage überlebt nach dem Erdbeben. Woher hatten sie die Kraft? Das ist schwer zu erklären. Man kann nur sagen, wir schöpfen Kraft auch aus anderen Quellen, die für uns nicht immer sichtbar ist. Genauso schöpfen wir unerklärliche Kraft aus der Eucharistie. Sie gibt uns Kraft zu leben, zu hoffen und sich zu freuen. Die Liebe Jesu und seine Anwesenheit ist die Kraft. Wenn wir heute dieses Fest der Liebe feiern, wollen wir aus dieser Liebe leben. Leben wir zu lieben, zu dienen, ja, sogar sich selbst zu schenken. Geben wir nicht nur, was wir haben, sondern auch, was wir sind.
Dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.